Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Stappenbach in Oberfranken. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt gehabt, dass wir vielleicht noch ein bisschen Getreide brauchen für die Schweine. Dann bin ich mal eben bei meinem Kumpel hier vorbeigefahren mit dem Ursus. Und habe mal kurz zwei Anhänger voll Getreide geholt. Ja, das ist ja der uns angeboten hatte, dass wir das Getreide wegholen können, wenn wir was brauchen. Und jetzt wollen wir uns mal locker flockig auf den Heimweg machen. Ich fahre mal hinten herum durch Unterhansbach. Ich möchte mal einfach mal eine andere Landschaft sehen und mir unter anderem auch mal angucken, wie unsere Wiese aussieht. Das ist ja die Wiese, die wir hier hinten haben, das große Feld. Wir wollen hier mal noch einen Blick drauf werfen beim Vorbeifahren, wie weit der ist, der Stand der Dinge. Und Leute, ich dachte, wir hatten schon beim letzten Mal, als der Ursus die beiden Anhänger gezogen hat, haben wir doch schon geklärt, dass der eigentlich dafür ausgelegt ist, dass er sie ziehen kann. Da gab es doch den netten Kommentar, der drunter geschrieben hat, dass das durchaus realistisch ist. Von daher wird der Ursus weiterhin diese beiden Anhänger ziehen. Ganz einfach. Dann noch eine. Gab es noch die Frage, woher ist das Kartoffellager? Das Kartoffellager, was ich habe, das Kartoffellager und das Ballenlager, kommt beides von der LS Mod Company. Könnt ihr aber auch beides auf dem Mod-Hub finden. Na, beim Kartoffellager müsst ihr gucken, da gibt es so ein Kartoffellager, Rübenlager. Und bei dem Ballenlager gibt es halt Quaderballen, Rundballen und Vollpaletten. Da können wir gerne nochmal eben kurz anhalten, kann ich euch nochmal zeigen. Weil am Wolllager kommen wir ja vorbei. Kartoffellager ist jetzt zu weit weg, da müssen wir auch nicht mehr hin. Und das sind halt alles platzierbare Objekte. Die könnt ihr einfach so hinstellen. Und dann habt ihr es. Und das mit der Gülle im letzten Video, ne? Dass man das nicht ausbringen darf. Also, ich habe von ein paar Landwirten hier bei mir aus der Gegend was anderes gehört. Aber ist egal. Es ist Wayne. Da haben wir das Volllager übrigens. Ne, das mit der Gülle, mit dem Gülle ausbringen, ist egal. Thema durch. Da streite ich mich ja nicht rum. Ich habe es halt anders gehört. Ist so. Theorie und Praxis ist sowieso ein Unterschied, Leute. Ne? Das kennen wir ja. Da werdet ihr mir sicher zustimmen. In der Theorie ist immer alles schickilacki. Aber in der Praxis das Ganze umzusetzen, manchmal ein bisschen schwierig. So, ich weiß gar nicht, muss ich das... Ja doch, das muss wieder hinten rein, ne? Müssen wir wieder durch die gleiche... Da müssen wir wieder rein. Ah, diesmal kippen wir anders aus. Übrigens, warum der gestern am Ende des Videos... Ich meine, wer das Video bis zum Schluss gesehen hat, der hat gesehen, dass der Ursus so leichte Problemchen hatte und sich da in die Wand gedreht hat. Vielleicht hat Tobi vergessen, die Drehschemelsperre der Black Panther Group auszuschalten. Das könnte durchaus sein. Habe ich dann nämlich offscreen danach gemerkt, dass die noch an war. Und dann ist logisch, dass das Ganze nicht funktioniert. So. Wir werden heute noch, weil wir haben ja im Moment noch nicht in Anführungszeichen viel zu tun, aufgrund der... Jahreszeit. Deswegen auch hier die Schweineversorgung und leider der Zukauf ist es ja nicht. Wir kommen ja günstig ran. Aber das ist schon ein bisschen ärgerlich, dass wir Futter besorgen müssen, dass wir es nicht selbst haben. Aber mit der nächsten Ernte kriegen wir das hin. Ich habe ihn auch gleich gefragt, weil er hat auch so einen löten Kartoffelschlag. Er sagte, da kriegen wir was hin. Also wenn ich Kartoffeln brauche, soll ich bei ihm vorbei. Da kriegen wir hin, sagt er. Lässt er mich sein Kartoffelfeld auch mit abroden. Und dann passt das. Mal gucken. Also kann ich die Kartoffel quasi dann behalten. Ah, das schauen wir dann mal. Das ist eine Sache, die ist ja noch gar nicht spruchreif. Das war ja jetzt erstmal nur die Anfrage und nicht der Endentscheid.
So, einen kurz gucken. Rechts, wir müssen links. So. So, 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 ja. Oh, danke fürs Warten. Mensch, die sind heute alle nett. Liegt vielleicht an der Uhrzeit. Ja? Hier in Stappenbach sind ja im Moment Ferien. Oh, haben die Leute natürlich alle ein bisschen Zeit und sind ein bisschen relaxter morgens um 7:15. Jo, fühlt sich. Wir können mal ganz... genau, das machen wir gleich noch, wenn wir noch Zeit haben. Wir müssen nämlich noch auf dem Hof ein bisschen aufräumen. Auf unserem Haupthof, das ist ja, ne, der Hof gegenüber von Stappenbach. Direkt an der Kreuzung zu Unterhansbach. Da ist ja unser großer Hof. Und ich fahre mit Tastatur. Bin ich denn bekloppt? Entschuldigt. da sind noch ein paar Paletten. Da steht ja noch unter anderem das Siliermittel rum. Was uns der Meier da netterweise einfach auf den Hof gestellt hat. Und die Baumsetzlinge. Das werden wir mal alles... Ja, ich sag jetzt mal mit dem Merlo, glaube ich. Ich glaube, der Merlo müsste... Ja, der hat eine Palettengabel. Verräumen wir die ganzen. Wir stellen die erstmal rein. Die Fichtensetzlinge... Hallo? Da habe ich jemanden, der die haben möchte. Ne, weil wir können die ja jetzt schlecht bis zur nächsten Aussaat von Fichten, können wir die ja schlecht lagern. Das wäre ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, die wachsen dann ja einfach weiter. Dann haben wir auf einmal in unserer Halle auch noch Fichten. Der eine oder andere würde sagen, ist doch gut, aber nee. Ist der denn auch richtig eingestellt? Nein. Nee, und dann räumen wir die erstmal rein, weil er wusste noch nicht, wann er jetzt genau kommt. Er sagte irgendwas von jetzt 5.6., also quasi Herbstende, Sommerende. Entschuldigung, bin gerade, ja, bin... Ja, ganz locker, ne? Ich habe auch eine Hupe. Zum Sommerende hin wollte er die abholen. Und das Siliermittel, ja, das muss er erstmal zur Seite. Sogar das Angebot für einen Glasanhänger bekommen. So ein Tandem. 18.000 Liter Anhänger. Allerdings habe ich das erstmal abgelehnt, weil eigentlich sind wir mit den beiden HW-Anhängern hier eigentlich auf dem Stand der Dinge. Eigentlich brauchen wir keinen. Huch. Mal gucken. Weil natürlich so ein Tandem, gerade hier für diese Arbeiten, ihr wisst das, deutlich besser passt als ein Drehschemel-Anhänger. Ihr kennt meine Drehschemel-Phobie, wobei das mittlerweile, könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, aber mittlerweile sieht das echt gut aus, ne? So ohne Hilfsmittel in Form von einer Drehschemelsperre, ne? Und ja, ich habe euch zugezwinkert. So. Passt? Passt nicht? Ah, noch ein Stück nach hinten. Zack. Tür. Fehlt da jetzt noch was? Nö, Kartoffeln, Wasser. Ah, das sieht noch alles gut aus. Wie viel haben wir? 6. Ah, das passt. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Mutterschweine nachkaufen. Machen wir aber, sobald wir die Ernte durch haben. Wenn ich da jetzt beigehe und die jetzt schon kaufe, sicher ist sicher. Lieber noch ein bisschen Geld auf Reserve haben.
als alles raushauen, ne? Logisch. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja. Was war das? Ich wollte die beiden Anhänger zurückstellen und wollte den Ursus zur Seite stellen und wollte mir den Merlo schnappen, um den Hof aufzuräumen. Genau. So. Habt ihr es gerade gesehen? War das ein Loch im Rapsfeld? War das gerade... Moment. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, als wir vorhin hier kamen. Das sah so komisch aus. Wie ist das denn hier? Hä? Aber was für Kinder waren denn hier schon wieder im Raps? Glaub, es hackt. Oder war das letzte Nacht? Hm. Ihr habt ein paar Geräusche gehört, aber habt mir jetzt nicht wirklich bei... Also war keine ungewohnten Geräusche, ne? Ich meine, es gibt ja hier ab und zu mal so eine kleine Partygesellschaft, die dann immer durch die Gegend zieht. Also Dorfjugend unter Hansbach mit Dorfjugend Stappenbach, ne? Wenn ich da wieder welche einen Spaß erlaubt. Super. Schön. I love it. Wenn ich die in die Finger kriege, ne? Jetzt haben wir uns in unserem eigenen Weg festgefahren. Aber wenn ich die Finger kriege, ne? Also das geht ja gar nicht, ne? Hier lebende Kulturen zerstören. Weil wenn ich die jetzt ansprechen würde, würden die sagen, oh, keine Ahnung, was wir letzte Nacht getrieben haben. Die wissen das ja immer nicht mehr am nächsten Tag, ne? Egal. Geht uns halt ein bisschen von unserer Ernte flöten. Ah, das muss ja nicht sein, ne? Also ganz ehrlich. So. Merlo. Was wollte ich? Wo waren wir stehen geblieben? Da ist auch noch alles drin. Da haben wir auch noch mal 5. Hm. Können schon wieder 11 Tiere verkaufen. Also Schweine und... Passt. Stech die denn mal hin. Ach, hier vorne. Ach, komm, hier in der Halle in der Ecke. Thema durch. Will die halt nur da weg haben, ne? Man weiß ja nicht, was da noch an Wetter kommt. Ich meine, von der Jahreszeit her, das Wetter wird nicht besser. Da muss ich euch ja nichts erzählen. So. So. Erstmal raus hier. Licht beim Rückwärtsfahren hat der Merlo natürlich durch das Heckgewicht, ne? Standardmäßig hat er kein Rückfahrlicht, aber durch das Heckgewicht hat er natürlich hinten 2 Scheinwerfer in dem Gewicht. War auch ein kleiner Akt, das Ganze da ranzukriegen. Aber mittlerweile passt das ganz gut.
Und Rückfahrbeleuchtung ist deutlich vom Vorteil. So, erstmal das Siliermittel, dass wir da wieder nach oben kommen. Der ist einfach davor das Tor gestellt, Alter. Das ist unglaublich. Ich fahre auch nicht bei ihm zu seinem Landhandel und stell das da einfach hin. Aber wie in der letzten Folge ja gesagt, ne? Man munkelt da. Stammtisch ist ja jetzt erst. Ne? Ist ja jetzt Wochenende. Na, uns mal zum Stammtisch begeben und dann mal nachfragen. Der Meier ist nämlich in letzter Zeit auch nicht mehr so oft beim Stammtisch. Daher könnte vielleicht an den Gerüchten was dran sein. Man weiß es nicht. Ja, nee. Hä? Warum? Was hat denn das Ding für eine Kolli? Nö, jetzt liegt die Ballen. Na ja, das passt schon. Das passt schon, die kriegen wir wieder weg. Da machen wir uns mal keinen Stress. Da muss ich auf jeden Fall noch demnächst mal testen, ob unser Güllefass auch Gülle überladen kann. Aber ich glaube, dass wir dazu ein extra Fass brauchen. Also quasi einen Zubringer. Wer weiß, vielleicht lasse ich da noch immer den Nachbarn kommen. Ich glaube, der Nachbar hat einen Zubringer. Weil das wäre ja dann Quatsch, dass wir uns extra einen kaufen und nur um die Gülle von A nach B zu fahren für vielleicht zweimal im Jahr. Das eigentlich rechnet sich nicht. Oder ich frage den Lohner. Dann haben wir zwar hier so einen modernen großen Überlader, der das wahrscheinlich dann abholt. Also uns überliefert quasi das kurze Stück. Aber eigentlich müsste das mit unserem Güllefass auch funktionieren. Er wäre zumindest Quatsch, wenn es nicht funktioniert. Meiner Meinung nach. Also ob ich das jetzt aufs Feld aufbringe oder ob ich das überlade, das müsste doch eigentlich... Ach, ich probiere es aus. Wisst ihr, probieren geht über studieren, bekanntlich. Und dann wissen wir es. Ich hoffe mal, dass der auch wirklich kommt. Nicht, dass wir die Fichtensetzlinge dann doch noch am sogenannten Hintern haben. Das wäre nämlich ein bisschen blöd, ganz ehrlich. Aber egal. Also ist eigentlich ein zuverlässiger, der das abholt. Mal gucken. So, zack. Liebe Lüt, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sag, bis zum nächsten Mal.